IHK Chemnitz lud die Entscheider und Experten der deutschen Autoindustrie im Jahre 2016 zum 20. Mal nach Zwickau ein. Wir haben heute festgestellt bei unserem Jubiläumskongress, dass die Automobilindustrie vor einem enormen Umbruch steht. Digitalisierung ist das Schlagwort. Und so startete auch das Rahmenprogramm am Vortag des Internationalen Jahreskongresses in der traditionellen AMZ-Lounge. Wir sprechen heute über die Trends in der Automobilindustrie. Einerseits, das ist natürlich Antriebskonzepte, automatisiertes Fahren, aber wir sprechen auch ganz konkret zu dem Thema Digitalisierung. Was hat das für Auswirkungen auf die Zulieferkette? Was hat das für Auswirkungen auf das Thema Effizienz und Kostensenkung? Und natürlich, wo entwickelt sich die Automobilindustrie hin? Wo werden die Märkte, wo werden die Produktionsstandorte zukünftig sein? Exklusiv ging es auch am Vorabend des Kongresses beim Galaempfang im Stadion Zwickau zu. IHK-Hauptgeschäftsführer Wunderlich eröffnete hier nicht nur offiziell den Kongress. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Veranstaltung wurde ein langjähriger Wegbegleiter und Unterstützer der ersten Stunde geehrt. Ich war die ersten 3-4 Jahre mit von der Partie und bin seit 2002 jetzt das erste Mal wieder da und sehe, welch Riesenerfolg und welche Tradition sich hieraus entwickelt hat. Und dann folgte der Hauptevent mit einem prall gefüllten Vortragsprogramm. Viel Prominenz war der Einladung der IHK gefolgt und sorgte für tiefe Einblicke in die Trends von heute und morgen. Wir sprachen mit einigen von Ihnen über die Kernthemen der Automobilindustrie. Die automatisierte Fertigung ist insofern sehr wichtig, als wir einen zunehmenden Trend zu geringer werdenden Stückzahlen sehen in der Automobilindustrie und zu mehr Individualisierung. Also der Endkunde bestellt sein Produkt. Wir müssen in der Lage sein, das in unserer Fertigung abzubilden, sprich Massenfertigung von Losgröße 1. Der Endkunde wird genau sein Fahrzeug so bestellen, wie er das haben möchte. Und es wird es vermutlich auch nur noch ein einziges Mal auf der Welt geben. Natürlich, Digitalisierung ist mein Thema. Ja. Als Chief Digital Officer der Volkswagen AG liegt es mir natürlich sehr am Herzen, mit unseren Partnern gemeinsam die Zukunft des Automobils und die Zukunft der Mobilität zu gestalten und das Auto letztendlich neu zu erfinden, dass wir hin von uns Menschen als Fahrern zum autonomen Fahrzeug, zum selbstfahrenden Fahrzeug uns wandeln, dann von Ownership zur Shared Mobility und als drittes vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb. Das Thema Industrie 4.0 in der Automobilindustrie ist vielschichtig und da kommen Herausforderungen auf uns zu. Herausforderungen ausgehend vom Produkt, von der Variantenvielfalt und auch von der Globalisierung allein des Produktionsnetzwerkes. Dort haben wir verschiedene Themenfelder wirklich konkretisiert, die wir unter dem Thema Digitalisierung zur Zielerreichung unserer Ziele verwenden werden. Wir bei Mercedes haben mit der Gründung einer neuen Produktmarke EQ 4 Säulen definiert und die 4 Säulen heißen Connectivity, Autonomous Driving, Shared Mobility und Electric Car. Mit diesen 4 Säulen definieren wir einen integrierten Ansatz mit der neuen Marke EQ und damit werden wir unseren Weg gehen können. In Zukunft würde das ganze Thema Kommunikation eine andere Rolle spielen, Nutzung des Fahrzeuges eine andere Rolle spielen. Wir merken doch jetzt schon, dass eine junge Generation gar nicht mehr das Statussymbol Fahrzeug in den Mittelpunkt stellt, sondern sie wollen schnell und komfortabel von A nach B kommen. Dementsprechend ist es auch eine große Herausforderung für unsere deutsche Automobilindustrie, aber ich denke, wir sind gut aufgestellt.